Der Eröffnungstag des Oktoberfestes 2007. Mittendrin in der Bierhölle Charlotte als Wiesenkellnerin. Im Zelt ist es heiß, eng, laut und die Gäste sind betrunken. Die Devise: immer freundlich bleiben. Das Fest zählt Sieber. Hier tritt Charlotte an zum Countdown für den großen Anstich. So, hier ist es. Noch 24 Stunden, dann geht's richtig los. Ab in den Wahnsinn. Chef im Zelt ist Andreas Langer, der wartet schon. Guten Tag. Hallo. Charlotte Engelhardt. Hallo, Andreas Langer. Ja, da bin ich richtig. Sehr schön. Wunderbar. Hier ist ja schon eine Menge los. Bin ich zu spät? Einiges nah bis jetzt. Passt schon. Gut, halbe Stunde vielleicht, aber 20 Minuten ist noch akzeptabel. Okay. Ist auf jeden Fall im Rahmen. Okay, wunderbar. Gut. Wollen wir gleich anfangen? Ja, natürlich. Hier sitzen morgen 360 durstige Wiesenbesucher. Die Kellnerinnen und Kellner müssen einen Tag vorher antreten, um dem Zelt den Oktoberfest-Look zu verpassen. Das heißt, Tische decken, Besteck polieren, Waren verstauen. Einfach hier drauf. Was gibt's denn hier alles? Prosecco, Wodka, Jägermeister. Oh, sorry. Geräte hier. Wo kommen diese Mörderteile hin? Wo kommen die hin? Außer ins Schlafzimmer. Letzte Handgriffe für das perfekte Bierzelt. Zauberhaft. Das Los entscheidet, welcher Kellner morgen welche Tische bedient. Charlotte hofft als blutige Anfängerin auf eine nicht ganz so stressige Ecke. Und das heißt jetzt? Das ist Station Nummer 5. Das heißt, Sie arbeiten morgen hier die erste Station, also drüben die Fünferstation, die ersten 4 Tische. Bei der Türe rein, hier am Fenster entlang. Das ist eigentlich für den ersten Tag eine recht gute, große Station, würde ich mal sagen. Also wenn Sie morgen gut zu tun haben, würde ich mir die Rollschuhe anziehen. Okay? Sehr gut. Vielen Dank. Am Nachmittag kommen die eigens angefertigten Dirndl für das Personal. Natürlich maßgeschneidert. Ja, die passen gut. Auch? Ja. Wunderbar, dann gehe ich jetzt mal mein Dirndl-Dekolleté auspacken. Ein Dirndl allein macht Charlotte noch nicht zur Wiesenkellnerin. Da braucht es erfahrene Unterstützung. Die kommt von Conny. Hallo. Hallo. Charlotte. Bin die Mama. Die Mama. Ja. Sehr schön. Wunderbar, das ist gut. Dann, Mama, ich habe gleich eine Frage. Dirndl passt, ich krieg's nur nicht zu hier oben rum. Das haut so nicht hin. Die Mädels sind draußen. Oberkörper nach vorne. Alles ganz locker. Einziehen. Und zumachen. Siehst du, jetzt sitzt das Ganze. Jetzt sind sie da, die Mädels. Dann noch die Schürze. Für ein fast perfektes Outfit. Muss man dann das Zipferl wegtun, dass man da ein schön reinschauen kann. Ja. Dann brauchst du noch ein Klubball. Darfst du was aussuchen? Was? Ein Klubball. Das ist ein Klubball? Dann nehme ich doch nur mich auch. Das nimmt es dann für die Gäste her, wenn ich jemand ärgert. Wie lange machst du schon? Insgesamt 26 Jahre. Hier auf dem Oktoberfest? Jedes Jahr? Ja. Das ist aber richtig Muckis, oder? Kannst du mal klagen? Nicht schlecht. Warum hast du vorhin gesagt Mama? Nennen dich hier alle Mama? Oder? Richtig, alle Gäste, alle Kellner, ja. Ist so. Du gehörst zum Inventar dazu? So ungefähr, ja. Dann die wichtigste Trockenübung. Ganz wichtig ist, dass du die Maskrüge richtig zusammenstellst. Ja. Sonst rutschen sie dir raus. Das heißt, bei 5 Maskrügen muss sich der mittlere Henkel immer verkanten. Mhm. So, schau her. Und dann den Zeigefinger raus, oben drauf. Ja. Dann drückst du hier ganz fest zusammen. Ja. Naja, und dann hoch die Tasse. Prinzip verstanden. Im leeren Zustand wiegt jeder Krug schon 1 Kilo. Gefüllt sind sie doppelt so schwer. Muss ich mit 5 anfangen? Mit 10. Also ich meine 5 pro Hand wirklich anfangen, da kommt es aber nicht an den Tisch. Doch. Also ich kann es hochheben, aber ich weiß nicht, ob ich es tragen kann. Mhm. Jetzt stelle ich dir die anderen 5 mal her. Ganz wichtig ist, dass du die 10 Maßkrüge aneinander drückst, zu dir zum Körper herziehst, hoch auf den Vorbau und los geht's. Da macht auch hier der Balkon Sinn. Genau, dafür ist er da. Zumindest 16 Tage lang. Tja, Mädels, neue Aufgabe für uns. Genau. Zeigefinger raus.
Zeigefinger raus. Und jetzt fest zusammenpressen. So. Genau. Zum Körper. Pressen und hoch. Und hoch. Genau, super. Ja, super, die sind leer. Profi-Mama trägt locker 10 Krüge pro Tischfuhre. Charlotte, bleiben noch 12 Stunden Zeit zum Üben. Prost. Der nächste Tag, 11 Uhr. Auf der Theresienwiese drängen sich fast 500.000 bierdurstige Besucher. In einer Stunde ist es soweit. Dann laufen die Zapfhähne. Jetzt geht's los. Mein erster Arbeitstag. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe heute auf jeden Fall die richtigen Schuhe an. Ganz alte, ausgewaschene, ausgeleierte. Ja, richtig, so ist es nämlich. Ja, der sagt schon, was sind denn das für Schuhe? Im wahrsten Sinne des Wortes, die sind ausgewaschen, die sind ausgeleiert und dürfen heute Abend gar nicht mehr stehen. Also keine Schuhe, die nicht kaputt gehen dürfen. Das ist die Hauptsache. Ich muss rein, sonst krieg ich Ärger. Ja, Kind, geht's dir gut? Ja, ja, alles wunderbar. Ich schnell Zigaretten. Alles klar, ich geh schon mal rein. Innerhalb von Minuten ist das Sieberzelt bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit jedem Gast steigt Charlottes Nervosität. Bis jetzt gibt es keinen Tropfen Bier. Erst um Punkt 12, wenn traditionell der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass ansticht, gibt es die erste Maß. Keine Sekunde davor. Noch 2 Minuten. Vorher geht's nicht los. Auf dem Oktoberfest gilt, Bier ist Geld. Je schneller der Gast seine Maß hat, desto schneller trinkt er sie aus und bestellt eine neue. Das heißt Akkordschleppen. Für ein kleines Tänzchen ist aber immer Zeit. Charlottes erster Eindruck? Also es macht super viel Spaß. Es ist ein verrücktes Volk hier, ne? Aber es ist schon sehr geil. Es ist sehr schwer natürlich mit Bier, aber es ist super. Nach 2 Stunden hat Charlotte knapp 40 Maß geschleppt und über 20 Essen verteilt. Alles in Teamarbeit mit Mama, denn an die Kasse darf sie nicht alleine. Mama! Außerdem lernt sie praktische Tricks, wenn ein Gast mal übertreibt. Ein Obstler mit Wasser statt Obstler. Merkt er gar nicht. Auch im Zelt gilt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Seid ihr überhaupt schon volljährig hier? Dürft ihr überhaupt schon trinken? Mit 16, alle 16? Ausreise her. 88. Naja, dann haben wir noch mal Glück gehabt. Also 6 Mal, das war's. Danke. 16 Uhr. 4 Stunden ist Charlotte schon unterwegs. Die Stimmung wird lockerer, die Gäste zutraulicher, immer mehr Bier fließt. Mama und Tochter haben ihre Tische im Griff. Aber bei Charlotte kommen langsam die ersten Beschwerden. Meine Güte, meine Arme werden von Stunde zu Stunde länger. Die Stimme ist fast weg. Aber ich habe was gelernt heute. Hier heißt es nicht, Entschuldigung, darf ich bitte, sondern hier selber drauflaufen. Leute zur Seite schieben, ziemlich ruppig. Aber hat auch Spaß, noch was anderes. Plötzlich im Gewimmel ein bekanntes Gesicht. Na, wie geht's dir her? Gut, und dir? Oh, immer im Dienst der Wurst unterwegs. Ja, wunderbar, wollte ich gerade sagen. Weißwurst, wie sieht's aus? Nee, keine Wurst. Keine Wurst? Eine Maß Bier für die Verdauung. Was? Das war's? Das war's. Nichts zum Essen. Danke. Ein XXL-Bier für XXL-Jumbo. Bitte schön. Danke dafür. In der Festzeltküche gehen täglich fast 1000 Essen über die Theke. Braten, Würstchen, Haxen, alles frisch aus der hauseigenen Metzgerei. Stress pur, denn kein Essen darf länger als 5 Minuten in der Ausgabe stehen. Charlotte wirbelt im Zelt umher. Langsam kennt sie ihre Tischgäste. Und die sind mit ihrem ersten Einsatz als Wiesenkellnerin mehr als zufrieden. Na dann, rein damit, da wo es hingehört. Nach 5 Stunden hofft Charlotte auf eine Pause. Aber erst Mama fragen. Hallo Tochter, darf ich kurz in die Pause gehen? Du darfst gehen, Heilig. Ja. Viertelstunde? Viertelstunde bin ich wieder da, versprochen. Dankeschön. Bis gleich. Ciao, Charlotte. Dann auch. Pause.
schönen Schuhe ausziehen. Schöne Socken ausziehen. Massieren. Und wie steht's, Charlotte? Also ich glaube, meine Ohren und meine Stimme tun am meisten weh. Weil das ist der Wahnsinn, das ist wirklich so laut da drin. Und ich bin gespannt, ob ich morgen überhaupt noch eine Stimme habe. Es geht ja gleich weiter. Viertelstunde Pause habe ich gekriegt. Ja, dann kann ich mich ja mal ausruhen. Inzwischen ist es 18 Uhr. Das Sieberzelt ist voll. Keiner kommt mehr am Türsteher vorbei. Die Stimmung kocht. Außer dem Personal sind inzwischen alle im Zelt angetrunken. Berührungsängste gibt es nicht mehr. Geschickt befreit sich Charlotte aus heiklen Situationen. Sie verteilt noch mehr Bier und lächelt. Trotz Stress, Hitze und der Lautstärke setzt sie sich durch und behält die Übersicht. Mama ist von ihrer Wiesentochter begeistert. Kommt super bei den Gästen an, hat da einen Spaß dran, auch wenn es ein bisschen eng und hektisch wird. Und dem braucht man den Spaß, dass man das durchhält. Und wenn es beim Fernsehen nicht mehr will, soll es zu uns kommen. Spaß ist das eine, das Geschäft das andere. Restaurantleiter Andreas Langer hat Charlotte immer im Blick. Auch ihr ist zufrieden. Eine wichtige Wiesenregel muss Charlotte aber noch lernen. Es muss einfach hingehen. Du musst halt die Maßen reinstellen, egal ob die Leute mehr oder weniger jetzt eine bestellt haben oder nicht. Die nimmst du in der Regel, nehmen sie es sowieso ab. Einfach hinstellen, und das fehlt dir halt schon, also das Umsichtige in erster Linie eigentlich. Aber so ansonsten generell kann man schon sehr zufrieden damit sein. Ein kleines Tänzchen zum Auflockern. Dann kommt Charlottes letzte Prüfung. Bis jetzt hat sie nicht mehr als 5 Maß getragen. Aber Mama glaubt an ihre Ziehtochter. Ein letzter Schluck zur Stärkung, dann heißt es 8 Maß. 16 Kilo heben und ab durch die Mitte. Kriegt das nicht hoch! Jetzt warte und hoch! Und marschiert, die bleibt schwer! Hier, Tisch, hier, marschieren! Charlotte hat es überstanden. Nach 8 Stunden darf sie nach Hause gehen. Aber nicht ohne sich von Mama herzlich zu verabschieden. Und sich zu bedanken. Es war der Hammer. Es war wirklich der Hammer. Es hat super viel Spaß gemacht, definitiv. Meine Arme oder meine Hände vielmehr, die tun wahnsinnig weh. Und ich habe schon die ersten Blasen, aber egal. Also das war eine Erfahrung. Unfassbar geil. Und Hut ab vor allen Mädels, die da arbeiten. Also ich habe einen Tag mitgemacht und die haben noch weitere 16 Tage. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dass wenn jeder das mal mitmachen würde hier drin, würde man auch anders mit der Bedienung umgehen irgendwann. Bierhimmel Oktoberfest. Charlotte taucht in der Masse unter. Erschöpft, aber glücklich.